Hallo und herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal. Ich habe mal wieder eine kurze Spielvorstellung für euch vorbereitet. Und zwar ein Programm, was ich eigentlich schon sehr lange kenne quasi, oder eine Software. Ports of Call ist das nämlich. Ein ganz, ganz, ganz altes Spiel. Und ja, wir schauen uns das gerne einfach mal an. Ports of Call ist halt eine Wirtschaftssimulation, die ich schon vor Ewigkeiten gespielt habe. Ich bin darüber gestolpert, als ich einen Retro-Spielekanal jetzt auf YouTube irgendwo gesehen habe. Und da ist das Spiel mal wieder vorgestellt worden. Bei Steam gibt es das tatsächlich noch. Und ja, ich habe es dann mir mal angeschaut. Es ist also eine alte Wirtschaftssimulation von Aegis Interactive Software von 1987 tatsächlich. Also 35 Jahre alt. Und da dachte ich mir, ist ein gutes Jubiläum. 35 Jahre kann man das gerne mal wieder rauskramen. Es kam damals auf dem Amiga 500 raus und da habe ich es auch gezockt. Also hat mich wirklich begeistert damals, hat mich lange beschäftigt. Ist ein Einzel- oder Mehrspielermodus möglich, also bis zu 4 Leute können an einem Rechner arbeiten. Ich glaube, LAN-fähig ist das gar nicht. Und es ist wie gesagt Ports of Call. Da unten seht ihr das Logo nochmal. Hat mich damals schon geflasht und ja, ist wirklich, wirklich toll. Ja, man ist in dem Spiel Reedereibesitzer. Ja, also man ist dafür verantwortlich, Schiffe zu kaufen, zu reparieren, instand zu halten, Frachten transportieren und die Schiffe können dann auch verkauft oder wahlweise auch verschrottet werden. Man muss zum Teil selbst manövrieren, in die Häfen rein oder raus. Kann man zum Beispiel machen, um Geld zu sparen, braucht man den Lotsen nicht bezahlen. Sollte man auch manchmal üben, denn manchmal streiken die Lotsen, ja, und dann muss man tatsächlich selbst navigieren und dann sollte man es zumindest mal geübt haben. Genauso kommen zwischendurch mal so Ereignisse, dass man an Eisbergen oder Riffen herum steuern muss, ist auch mal eine ganz beliebte Geschichte. Dann gibt es dort ein einfaches Wettersystem, was dort gemacht worden ist, also quasi Windstärken. Da muss man gucken, fahre ich die, fahre ich durch, wie alt ist mein Schiff, wie reparaturbedürftig ist mein Schiff, muss man auch schauen. Es ist natürlich eine einfache Grafik. Ja, das Spiel ist wie gesagt 35 Jahre alt mit so einer Draufsichtgrafik, aber ich finde es ganz nice. Und es gibt auch Risikogebiete, ja, also man kann da viel Profit machen, aber es droht auch der Verlust der Fracht oder des Schiffes vielleicht sogar. Es gibt da Konflikte im Hafen mit Piraten vielleicht. Es kann Krankheiten geben, Rattenplagen, Quarantäne, ganz bekannt aktuell. Und es ist, wie gesagt, 35 Jahre alt, das Spiel. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das ganz einfach mal an, oder? Starten wir ein Spiel. Jo, da geht schon los. Wie gesagt, eine ganz alte Grafik, also nicht daran wundern. Und wir wollen natürlich ja, kein altes Spiel laden, sondern wir starten von vorne. Wir machen mal bis Until End. Und ich höre so ein bisschen das Funken hier. Ich war ja tatsächlich Tastfunker und der ein oder andere Buchstabe kommt einem noch bekannt vor tatsächlich. Also wir gucken mal. So, man wünscht uns viel Glück. Okay, Dankeschön. Wir machen natürlich das mit Schiff-Simulation, ist klar. Ja, prepare to be Captain. Okay. Da ich alleine hier am Rechner sitze, mache ich es auch alleine logischerweise. Und ja, der Spieler ist natürlich Toffy und die Company Toffy Incorporation. Keine Ahnung, was das heißt. Do you know how to make a scene? Ah, das ist ein Knoten. Okay, naja, wusste ich mal, aber weiß ich nicht mehr. Keine Sorge, das piepst hört gleich auf. So, wir können uns jetzt hier entscheiden, welchen Hafen man wählt. Und das ist schon mal ganz wichtig. Weil man muss einen Hafen wählen, wo man möglichst auch viele Frachten bekommt und wo man auch dann gut entsprechend hinfahren kann. Ich nehme einfach mal New York. Wir haben 4,6 Millionen Dollar auf dem Konto. Hier sieht man jetzt mal eine nette Karte, wo denn hier New York liegt. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt starten wir ein Spiel und jetzt hört auch das Gepiepse auf. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Ja, das ist eigentlich der ganze Bildschirm, den man hier hat. Das ist quasi unser Office, wenn man so will. Hier kann man dann nochmal zum Beispiel dann schauen, ja, wenn man da, also wenn man jetzt mehrere Firmen hätte, könnte man jetzt verschiedene Firmen gucken. Man könnte jetzt hier nach den Schiffen suchen. Wir haben noch keins, deswegen sieht man es noch nicht. Hier kommt man ins Office rein von Toffy Inc. natürlich. Und hier kann ich also auch mir Informationen holen über meine Schiffe, aber wir haben noch keine. Ich kann auch eine Action vornehmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich ein Darlehen aufgenommen habe, kann ich zum Beispiel den quasi wieder abgeben oder ein neues Darlehen aufnehmen und so weiter. Aber wir brauchen erstmal ein Schiff und deswegen gehen wir hier zum Shipbroker. Der Shipbroker sagt uns hier also, mit einem kleinen Fahrstuhl werden wir reingefahren hier. Lustig ist immer die Consulting Division, also die Beratungsabteilung, ja, die ist immer geschlossen, du kannst ja hingehen, wann du willst, ist immer zu. Also Beratung gibt es hier nicht. Sellers Market ist quasi, wenn ich ein Schiff verkaufen will, aber
habe ich ja noch nicht, ne? Ist klar. Und dann gibt es halt drei Arten. Hightech-Chips, wir fangen mal oben an. Ihr seht, wir haben 4,6 Millionen, das beste Schiff, was man hier kaufen kann. 60 Millionen, dann haben wir das darunter 35 Millionen und 12 Millionen. Also die sind natürlich dann für uns jetzt momentan noch nicht so wirklich erschwinglich. Dann können wir uns aber entscheiden. Die Pre-Owned-Chips, das würde schon gehen, da haben wir zwei davon. Also dieses hier könnten wir zum Beispiel kaufen. Das ist natürlich, wir gucken mal von der Info her, das ist jetzt nicht ganz so abgewrackt, man sieht es auch am Bild so ein bisschen, nicht ganz so abgewrackt, wie das, was wir uns gleich kaufen werden wahrscheinlich. Hat 10.000 Bruttoregistertonnen, hat 10.000 Pferdestärken, kann 3.000 Tonnen Sprit laden oder Öl laden, wie gesagt, 17 Knoten, maximale Geschwindigkeit ist also hier am Start. So, ja, und 5 Millionen ist natürlich für uns noch nicht möglich. Aber wir können auch die Low-Cost-Chips nehmen. Man sieht sie schon, die sind deutlich, deutlich abgewrackter. Ich würde sagen, wir nehmen das hier mal, sage ich mal, hat auch 3000 Bunkerkapazität, verbraucht 67 Tonnen pro Tag kann 15.000 Knoten maximale Geschwindigkeit fahren, hat aber eben 20.000 Bruttoregistertonnen Ladefähigkeit, während das hier unten zum Beispiel nur 10.000 Bruttoregistertonnen hat. Das heißt, je mehr Ladung ich mitnehmen kann, umso einfacher wird es wahrscheinlich auch mit den Frachten werden. Deswegen kaufen wir uns mal das Schiff hier für 2 Millionchen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dem Schiff einen Namen zu geben. Keine Ahnung, wie nennen wir es denn mal? Toffee 1 natürlich. Toffee 1, da ist ja logisch. Da hätte man auch drauf kommen können. Do you want to deposit more? Was heißt das? Nein, wir zahlen das direkt so. Okay. Best good luck. So, 2,6 Millionen haben wir jetzt noch. Jetzt gehen wir wieder in den Elevator. So, wir gehen jetzt hier mal in den Infokanal quasi. Hier kann ich mir PLA ist also quasi die, ja, die Bilanz, kann man sagen. Ne? Im Prinzip, was habe ich jetzt hier? Also man sieht, ich habe ein Schiff, das ist jetzt 961.000 Euro wert. Das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Ich kann hier mein Income, Outcome, ich habe jetzt natürlich hier 2 Millionen habe ich bezahlt für ein Schiff, was noch 960.000 wert ist. Statistiken kann man hier sehen, aber da ist ja noch nicht viel zu sehen. Also alles gut. Deswegen gehen wir, oder Ships Positions zum Beispiel, kann man gucken, wir suchen uns die Toffee 1 hier aus. Und da kann man dann zum Beispiel dann hier auch mal so ein bisschen gucken, ne? Wo geht es denn lang und wo kann man hier so ein bisschen, also ja, immer dran denken, die Grafik ist hier, 35 Jahre alt und auf dem Amiga war das damals eine Sensation, das muss man ja wirklich sagen. Also aber heutzutage natürlich nicht mehr, aber trotzdem macht das Spiel Spaß. Also das ist mal unabhängig davon. Okay, wir starten jetzt mal die Action. Und dann die Zahlen, die ihr auf dem Bildschirm seht, sind im Prinzip die Beaufort, das heißt also die Windstärken, die da so sind. Und ja, jetzt sind wir im Hafen von New York, das sieht man hier unten rechts nochmal, USA. So, was kann ich jetzt hier tun? Ich sehe also Schiff Toffee 1. Habe 2,6 Millionen auf dem Konto. Ship Condition ist 59%. Also ich könnte zum Beispiel zum Reparieren gehen. Meine Tankkapazität sind 1167 Tonnen. Da kommt man schon ganz ordentlich weit mit. Wir gucken aber mal. Wir füllen mal auf. Mal gucken, was das hier so kostet. 160 Dollar kostet die Tonne. Das ist natürlich nicht ganz so wenig, muss man dazu sagen. Ne? Also das ist, da muss man sich auch so ein bisschen schlau machen und ein bisschen gucken, wie sieht das von der Tonnage aus oder was kostet hier sowas. Aber ihr seht, wir sind hier unter 50% Fuel Level. Also insofern tanken wir jetzt hier mal voll. Kostet uns mal knapp 300.000 Euro, Dollar. Und insofern ist das okay. So, jetzt kann man sich natürlich nochmal überlegen, ob man das Schiff nochmal reparieren möchte. Kostet hier 33.000 pro Prozentpunkt. Ich würde jetzt hier mal, dass wir mal so ein bisschen vielleicht, sagen wir mal 20% mehr haben. Ne? Wir haben 59, sagen wir mal 21% mehr. Dann dauert es natürlich wieder ein bisschen, bis das Schiff fertig ist. Aber dann haben wir wenigstens wieder so ein halbwegs sicheres Schiff, sage ich jetzt mal. 59% ist schon ein bisschen schwieriger. Man hätte sich aber auch ein anderes Schiff nehmen können, also muss man auch dazu sagen. Ne? Also 79% haben wir jetzt wieder. Und jetzt schauen wir mal, was wir für eine Charter hier bekommen, also was wir hier kriegen können. Und links seht ihr den Hafen, den man anfahren kann und rechts seht ihr die Produkte, die man bekommen kann, also die man da bekommen kann. Und unten ist halt quasi der Wert, den man jetzt für diese Fahrt bekommen würde. Und jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwas Interessantes kriegen. Also zum Beispiel kann ich hier London Agrarprodukte oder Metallware,
Elektronikteile, da gibt es zum Beispiel schon mal fast 280.000 Euro für. Chemicals gibt es auch viel für. Textilien, Ballast ist natürlich null, das ist klar. Aber Elektronikware, hier gibt es schon mal 279.000. So, die kann ich nach London fahren, einmal über den Atlantik, ich könnte auch nach Rotterdam fahren. Rotterdam gibt es sogar ein bisschen mehr, ist aber auch ein ganz klein bisschen weiter. Ihr seht hier unten die Meilen, die nautischen Meilen, die man da fahren muss. Hier nach Hamburg zum Beispiel ist es noch ein bisschen weiter, aber Hamburg ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ist auch ein sicherer Hafen, das ist nochmal ganz wichtig. Hier kriegt man zum Beispiel nach Jebel Dana, das ist natürlich eine weitere Distanz, kriegt man 1,2 Millionen schon, ne? Aber da fährt man eben auch entsprechend lange. Und das muss man natürlich auch dabei berücksichtigen, weil ich da an Sprit und so weiter alles verbrauche. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich glaube, ich werde mal die Elektronikteile nach Hamburg fahren für 328.000 Euro. Ja, wenn man die Fracht ausgewählt hat, dann geht es halt zum Laden, also Load. Das dauert jetzt einen Moment. So, und jetzt geht's los, Captain Toffee. Ich kann jetzt hier für 5.000 Dollar quasi mich vom Lotsen, vom Schlepper aus dem Hafen herausziehen lassen, New York. Aber ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, also man sollte das auch ab und zu per Hand steuern. Ganz einfach deswegen, weil, ja, sonst kann man es nicht. Und manchmal, wie gesagt, da streiken die Lotsen und dann steht man da und muss es von Hand machen und dann wird es etwas schwierig. Außerdem möchte ich euch das natürlich das erste Mal auch zeigen.